Es war ein Großeinsatz. 400 Polizisten, Spezialeinheiten, das ganz große Besteck. Die Polizei geht vor gut einer Woche zunächst von einem Amoklauf aus und zieht alle verfügbaren Kräfte zusammen. Am Tag danach revidiert sie ihre Einschätzung. Der Innenminister spricht von einer Beziehungstat. Die Duisburger Polizei schließt später ein islamistisches Tatmotiv sogar aus. Warum? Da rennt einer in ein Haus rein, gezielt in eine Kabine und auf einen Menschen gezielt zu. So war ja der Informationsstand. Und es wundert schon, dass einer, der eine Amoktat macht, nicht alle Menschen angreift, die ihm auf der Strecke raus und rein begegnen. Außerdem habe sich der Mann bisher nicht zu der Tat bekannt. Ein atypisches Verhalten für einen religiös motivierten Täter, meinen die Ermittlungsbehörden. Doch nach der Festnahme des Syrers hat sich diese Einschätzung offenbar geändert. Wir haben aufgrund einer ersten Auswertung des bei dem Beschuldigten sichergestellten Mobiltelefons Hinweise auf eine islamistische Motivation auffinden können. Dies wird derzeit noch weiter überprüft. Und wahrscheinlich ist der Mann noch für eine weitere Bluttat verantwortlich. Bereits 9 Tage zuvor wurde hier ein Altstadtbesucher niedergestochen. Sein Blut fand sich an den Schuhen des Syrers. Das hat eine DNA-Untersuchung heute ergeben. Die Nachricht verbreitet sich in Duisburg wie ein Lauffeuer. Dieser Mann arbeitet nur einen Steinwurf von dem Fitnessstudio entfernt, in dem der Syrer mutmaßlich auf 4 Menschen einstach. Boah, das ist aber heftig auf jeden Fall. Also ich habe mitbekommen, dass er halt ein Syrer ist. Ne? Ich bin ja halt selber Syrer. Ich bin ja wirklich der Meinung, dass genau diesen Tipp abgeschoben werden muss, weil sonst ist es ja hier viel zu gefährlich. Auch im Innenausschuss des Landtags sorgt die Nachricht für Furore. Denn die Opposition hält Reuls ursprüngliche Version von einer Beziehungstat für vorschnell. Da habe ich berechtigte Zweifel, denn offenbar hat sich der Täter ja radikalisiert. Und wenn er sich radikalisiert hat und das Motiv war, das müssen die Ermittlungen zeigen, dann müssen wir natürlich von einem vollendeten Terroranschlag in Nordrhein-Westfalen sprechen. Und das ist der Super-GAU für das Sicherheitsempfinden der Menschen in Duisburg als auch im ganzen Land. Und hier müssen einfach Konsequenzen folgen, dass solche Taten bestmöglich verhindert werden können. Erst war es ein Amoklauf, dann war es definitiv keiner. Jetzt stellt sich wieder heraus, es könnte durchaus sein, dass es einer gewesen ist. Das trägt natürlich nicht gerade zu einem gesteigerten Sicherheitsempfinden oder Sicherheitsgefühl bei den Duisburgerinnen und Duisburgern bei. Also das habe ich schon als sehr unglücklich empfunden. Die Polizei ermittelt nach Angaben des Innenministeriums vorerst weiter in alle Richtungen. Ob der Festgenommene ein psychisch Kranker, ein Einzeltäter oder gar Teil eines terroristischen Netzwerks ist, das ist noch lange nicht geklärt.